kurz zum Ablauf dieser Pressekonferenz. Wir machen zuerst eine kleine Begrüßungsrunde, eine Aufwärmrunde. Dann werden wir die Bücher verteilen und danach stehen wir natürlich für Fragen zur Verfügung. Neben mir ist Christoph Franceschini, der Mitautor. Und danach kommt noch ans Podium Burkhard Zerzin, den ihr alle kennt. Einer der profiliertesten Medienanwälte, der wird den rechtlichen Teil abhandeln, sofern es Fragen geben sollte. Sofern es Fragen rechtlicher Natur geben sollte. Ja, jetzt ist es endlich soweit. Ihr seid alle Journalisten, ihr wisst, was es bedeutet, wenn man ein Buch oder wenn man eine brisante Nachricht lange Zeit zurückhalten muss. Wir haben vor knapp einem Jahr dieses brisante Material, ich spreche da von Audiodateien und von Dokumenten zugespielt bekommen und uns wurde eigentlich sofort klar, um welche Sprengkraft dieses Material hat. Das Herzstück dieses Buches sind die Audiodateien zum Saatskandal. Und ich möchte hier vielleicht zunächst einmal die Begriffe etwas definieren. Es war ja letzthin viel die Rede von Abhörprotokollen zur Saat-Affäre. Man muss unterscheiden, es gibt die Abhörprotokolle, das sind die Zusammenfassungen der Ermittler der abgehörten Telefongespräche. Diese Abhörprotokolle haben wir, sprich Tageszeitung und Salto, bereits vor einem Jahr veröffentlicht. Nur ist das vielleicht einigen entgangen, weil unsere Medien unter der Wahrnehmungsgrenze agieren und interagieren. Und im Herbst vergangenen Jahres hat dann die FF diese Abhörprotokolle gebracht. Wir bringen in diesem Buch die Audiodateien, das heißt die Tonbandprotokolle. Wir haben 500 Stunden an Anrufen, an mitgehörten Gesprächen ausgewertet in akribischer Kleinarbeit. Das erklärt auch den Umstand, warum wir dieses Material so lange zurückgehalten haben. Wir haben uns anfangs überlegt, dieses Material sofort zu bringen. Wir hatten zunächst daran gedacht, dieses Material über unsere Medien zu spielen, sprich über Tageszeitung und Salto, und sind dann draufgekommen, das können wir nicht machen. Zu unserem Schutz, zum Schutz der Betroffenen, uns ist bewusst geworden, dass wir dieses Material auswerten, strukturieren, analysieren und natürlich auch rechtlich prüfen müssen. Ich habe es erwähnt, das Herzstück dieses Buches sind die Audiodateien. Und der Clou, ich glaube, das hat es in Südtirol noch nie gegeben, in diesem Buch befinden sich auch 6 QR-Codes. Das heißt, unsere Leserinnen und Leser und auch Sie, ihr werdet dann eine Auswahl dieser Telefongespräche mittels QR-Code selbst anhören können. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass Südtirol erfährt, was in diesen Protokollen passiert ist. Ihr alle wisst, es hat ja im Vorfeld dieser Buchvorstellung, dieser Buchveröffentlichung schon massive Versuche gegeben, dieses Buch zu stoppen. Ich denke, ihr, liebe Kolleginnen und Kollegen, und auch die Menschen, die unser Buch lesen, werden dann spätestens, wenn sie dieses Buch gelesen haben, werden sie verstehen, warum dieses Buch nicht hätte erscheinen dürfen. Ich glaube, mit diesem Buch gelingt es uns erstmals, ein vollständiges Sittenbild der Südtiroler Politik zu liefern. Die Menschen können mit diesem Buch erstmals in die Hinterzimmer der Macht nicht nur hineinsehen, auch hineinhören. Ich glaube, das ist für die politische Kultur im Lande wichtig. Und deswegen werden wir auch, ich gehe davon aus, dass es noch weitere rechtliche Initiativen gegen uns gibt, wir werden jedenfalls kämpfen, damit die Menschen in Südtirol dieses Buch lesen dürfen. Weil es wichtig ist für Land und die Menschen, denke ich. Ich glaube, von meiner Seite war das eigentlich alles. Das Buch erscheint, ist in einigen Buchhandlungen schon erhältlich. Ich hoffe, dass dieses Buch mit dazu beiträgt, dass auch eine Diskussion über die politische Kultur in Südtirol angestoßen werden kann.
Das war unser Ziel. Wir, Christoph und ich, wir haben uns bemüht, das Buch auch in der Tonart so zu schreiben, dass wir mit allen Betroffenen fair umgehen. Das heißt, Sie werden in diesem Buch entgegen gewissen Meldungen, Sie werden keine privaten Dinge finden. Sie werden in diesem Buch keine aggressiven Töne finden. Sie werden merken, dass es uns allein darum gegangen ist, die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen. Und ich glaube, das ist uns mit diesem Buch gelungen. Und deswegen haben wir auch überhaupt keine Angst vor rechtlichen Initiativen, die uns angekündigt wurden. Es hat ja ein Medium, ein befreundetes Medium gegeben, das uns schon ausgerichtet hat. Ihr kommt 4 Jahre in den Knast. Ich finde das, ich möchte jetzt keine Adjektive verwenden, aber ich glaube, es ist schade, denn es hat auch, ich glaube, es hat in Europa noch nie einen Fall gegeben, wo ein Medium dafür eintritt, dass das andere Medium Protokolle nicht veröffentlichen kann. Ich denke, es müsste das ureigenste Interesse von uns Journalisten sein, dass die Sachen ans Tageslicht kommen. Gleichwohl, wir haben uns an die Spielregeln gehalten, sowohl was die Privacy betrifft, als auch was den Anstand betrifft. Ich denke, wir können zu diesem Buch stehen. Und damit würde ich es vorerst belassen und würde das Mikrofon an meinen Mitautor Christoph Franceschini weitergeben. Allora, io dico due parole veramente cortissime in italiano anche. Grazie per essere venuti. È una bella presentazione oggi, è un lavoro che abbiamo fatto per tanti mesi e siamo molto curiosi come viene accettato il libro e non accettato. Come Arthur ha detto, già in anteprima un grandissimo giornale ci ha fatto i conti quanto dobbiamo andare in galera, per questo abbiamo dall'inizio di questo lavoro abbiamo vicino a noi un team di avvocati, uno è Turca Zuzin che è qua, un altro oggi purtroppo non può venire perché è impegnato nel processo Menno Neumeier. Per questo Burkhardt arriverà anche sul podio qua e lui risponderà a tutte le domande giuridiche, perché è una cosa molto, diciamo, molto brisante, abbiamo visto, e per questo noi vogliamo essere sicuri che le cose, noi siamo sicuri di aver fatto le cose come si deve, come ci obbliga la legge, come ci obbliga la deontologia, e saremo disposti a combattere fino alla fine per la pubblicazione di questo libro e poi vi preghiamo se ci sono domande di farle qua perché non ha senso di fare delle interviste a fiume dopo, no? Individuali. Grazie. Ich würde sagen, jetzt könnt ihr euch das Buch holen und bei unserer Kollegin Karin und machen wir vielleicht 2-3 Minuten Pause und dann beginnen wir mit der Fragerunde. So, dann setzen wir diese Pressekonferenz fort. Gibt es, wie gesagt, es ist Burkhardt Zuzin mit am Podium. Er berät uns medienrechtlich zusammen mit einem weiteren Anwalt, der heute nicht kommen konnte, weil er im Prozess gegen Benno Neumeier verpflichtet ist. Gibt es Fragen? Einfach laut, ohne Mikrofon. Prego, Lucio. Cioè, si è sempre detto e si è sempre saputo che per una persona che fa politica il peggior nemico è il collega di partito, giusto? Also, der, vor dem man sich achten muss, ist der Parteikollege noch vor dem Parteifeind. Che quadro si ricava? Che cosa c'è di più rispetto a questa cosa? Vielleicht antworte ich zuerst. Ich habe es tatsächlich in der Einführung vergessen zu sagen. Praktisch, ich habe es erwähnt, mit diesem Buch, mit diesen Audiodateien entsteht ein Sittenbild der Südtiroler Politik. Wir können mit diesem Buch belegen, dass eine mächtige Clique innerhalb der SVP, flankiert von Unternehmern außerhalb der Partei, alles daran gesetzt hat, Landeshauptmann Arno Kompatscher zu stürzen. Diesen Beweis kann man auf der Grundlage dieser Audiodateien führen.
Ich denke, dieses, man kann beweisen, wie die SVP zu einer Schlangengrube verkommen ist. Man kann belegen, wie Altlandeshauptmann Louis Durnwalder versucht hat, praktisch die Parteiräson und die SVP-Interessen hintangestellt hat und faktisch ein Diener des Herrn Ingemar Gatterer war. In diesem Buch legen wir Erpressungsversuche dar, Bestechungsversuche. Es gibt politische Machenschaften, die immer bestritten worden sind, die auf der Grundlage der Tonbänder jetzt, die man jetzt beweisen kann. Ich denke, es entsteht das Bild einer mächtigen Clique, die in Südtirol nicht nur den Landeshauptmann stürzen wollte, sondern die Politik bestimmen wollte. Innerhalb der SVP kann man jetzt dann, ich denke, das Buch ist eine Geschichte der letzten, man versteht die letzten 5 Jahre besser, was in den letzten 4, 5 Jahren in Südtirol passiert ist. Vielleicht, Christoph, willst du noch etwas dazu sagen? Ja, vielleicht könnte man sagen, es ist eine Geschichte, die nicht abgeschlossen ist, sondern die noch anhält. Und man muss immer aufpassen mit Vergleichen. Wir hatten in Österreich den Ibiza-Skandal. Wir sind natürlich in einer Provinz. Aber der große Unterschied ist, dass beim Ibiza-Skandal haben die Leute geprahlt, was sie tun werden, und sie haben es nicht getan. Hier prahlen die Leute, was sie tun werden, und sie tun es. Bis heute. Und Sie werden sehen, dass 2018 bereits das Drehbuch vorgeschrieben wurde für das, was in den letzten Jahren und Monaten passiert ist und was auch derzeit passiert. Es betrifft nicht nur die SVP, sondern es ist ganz interessant, in diesem Buch wird nachgewiesen, wie sozusagen diese einflussreiche Clique honoriger Parteimitglieder vor allem den Regierungspartner, die Lega, beeinflusst hat, dort Personalentscheidungen herbeigeführt hat, dort effektiv als Berater und weit mehr tätig war und sozusagen beide Seiten beeinflusst hat. Das Herzstück der Saat-Affäre ist eine Ausschreibung über den öffentlichen Nahverkehr, wo es um 880 Millionen Euro geht. Man wollte diese Ausschreibung beeinflussen, aber nicht nur diese Ausschreibung, sondern auch andere noch, etwa der Verkauf des Potsdamer Flughafens. Man hat versucht, Politiker zu bestechen, zu kaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und man hat, ein Kapitel in diesem Buch heißt die gekauften Medien, gekauft unter Anführungszeichen. Es ist ein bezeichnendes Blick auf die Medienlandschaft Südtirol, vor allem auf einen großen Player. Und ich glaube, wenn das die Praktiken sind in diesem Land, ich glaube, dann sollten sie aufgezeigt werden, wie Information und wie Journalismus in diesem Land auch gemacht wird. Wie gesagt, es ist einmalig, dass ein ehemaliger Spitzenkandidat und langjähriger Landeshauptmann eine Partei berät, wie sie sich nicht soll von seiner eigentlichen Partei über den Tisch ziehen lassen. Das heißt, Landeshauptmann Durnwalder hat die Lega beraten, und dabei war das Hauptaugenmerk, sie sollen sich nicht von seiner Partei SVP über den Tisch ziehen lassen. Und ich glaube, das ist einmalig und das sollte auch an die Öffentlichkeit kommen. Allora, qua non si parla solo della SVP, ma anche della Lega, dal partner di coalizione della Volkspartei, e si scopre, diciamo, in queste intercettazioni che una cordata di imprenditori e di politici abbiano influenzato non solo la scelta del partner di coalizione, ma anche le scelte interne personali dentro nella Lega. C'è stato un vero complotto contro Massimo Bessone, per esempio, che doveva diventare vicepresidente della Giunta, che è stato, l'espressione, segato all'ultimo momento, tutto concordato e tutto preparato da una clique di persone molto influenti. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe nicht. Schockstark.
Wie könnt ihr euch vorstellen, dass es mit den Akteuren dieses Buches, wie es mit denen weitergeht? Also wenn wir ein bisschen vorausschauen, ich habe das Buch heute Nacht gelesen, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da gewissen Menschen noch in die Augen schauen kann als Betroffener. Oder ist Politik so, dass man sagt, Schwamm drüber, wir wissen alle, dass ein Parteifreund die Steigerung vom Erzfeind ist? Ich denke, es liegt nicht in unserem Ermessen und auch nicht in unserer Macht, vorauszusehen, was jetzt passiert. Die Dynamik, wir haben keine Ahnung, welche Dynamik dieses Buch entwickeln wird. Ich muss aber zugeben, auch wir waren schockiert, als wir zum ersten Mal diese Bänder gehört haben, denn sie geben wirklich, eines ist, wenn man ein Interview in der Zeitung liest oder wenn man ein schriftliches Abhörprotokoll, eine Zusammenfassung oder auch die Abschrift eines Protokolles liest, wenn man aber die Melodie dieser Gespräche hört, ich bekomme heute noch bei bestimmten Gesprächen Gänsehaut, weil in diesen Gesprächen schwingen Allmachtsfantasien mit, die mir Angst machen. Das heißt, bestimmte Akteure, die wir in diesem Buch präsentieren, haben tatsächlich geglaubt, sie hätten alle in der Hand, die Politik, die Medien und wir, ich sage das jetzt auch vor dem Hintergrund der Drohkulisse, die rund um uns aufgebaut worden ist, wir müssen froh sein in Südtirol, dass wenigstens, dass diese Herren, sind meistens, die meisten Akteure sind Herren, dass diese zwar Macht über bestimmte Medien haben, aber keine Macht über die Justiz. Deswegen sind wir auch sicher, dass wir jeden Rechtsstreit, der gegen uns angezettelt wird, dass wir den gewinnen werden. Und zur politischen Dynamik, ich denke, die Strategie der Volkspartei wird die sein, die Sache auszusitzen, mit den befreundeten Medien die Sache, den Deckel auf dem Topf zu halten, aber das wird ihnen nicht gelingen, denn die Menschen, die dieses Buch lesen werden, die werden aufbegehren und die werden der SVP sehr unangenehme Fragen stellen. Und ich glaube nicht, dass Südtirol so verblödet ist, dass sie sich gefallen lassen, dass Politiker sie zum Narren halten. Ich denke, der Druck wird von unten kommen und vielleicht trägt dieses Buch dazu bei, in Südtirol einen Akt der politischen Hygiene zu setzen. Das wäre mein Wunsch, da hätten wir das Ziel mit diesem Buch erreicht. Vielleicht ist noch zu sagen, in diesem Buch wird auch ausgeführt, dass Parteiobmann Philipp Achammer, SVP-Parteiobmann Philipp Achammer, seit Frühsommer 2021 über dieses Buch informiert war, weil er sich an uns gewandt hat und über ein halbes Jahr nichts getan hat, außer sozusagen gegen die Autoren vorzugehen. Und versucht hat, dass dieses Buch nicht erscheint. Es ist deshalb sehr interessant, dass man jetzt Saubermann spielt und sozusagen große Aufklärungskampagnen jetzt fährt, während man wirklich monatelang zugeschaut hat. Und es war natürlich auch spannend zu sehen, was die Betroffenen alles gesagt haben. Nicht? Wir haben uns ja nicht zu Wort gemeldet, aber es erscheinen immer wieder Erklärungen, die eigentlich genau das Gegenteil von dem sind, was sich anhand der Dokumente und der Tonbandprotokolle nachvollziehen lässt. Zwei Fragen dazu. Einmal, woher haben die Leute gewusst, dass das Buch in Arbeit ist, wenn das so eine geheime Angelegenheit war? Zweite Frage, in welcher Form hat der Achammer versucht, gegen euch vorzugehen? Also Sie haben ja in einer großen Tageszeitung exklusiv gelesen, dass Landeshauptmann Dornwalder gegen dieses Buch eine Eingabe beim Garanten für die Privacy gemacht hat. Wochen danach haben auch wir diese Eingabe, die gegen uns gerichtet ist, zugestellt bekommen. Und aus dieser Eingabe geht hervor, dass der Philipp Achammer der Kronzeuge für diese richterliche oder für diesen Versuch der Knebelung der Pressefreiheit ist. Nein, das kann ich nicht sagen.
als einer der zentralen Beweiselemente, dass wir hier gegen die Privacy verstoßen und dass wir deshalb bestraft werden müssen, sind Aussagen von mich, von Philipp Achammer in diesem Dokument enthalten. Und wo war das Leak? Bitte? Wo war das Loch? Das Loch finden Sie im Vorwort des Buches. Dort ist genau beschrieben, wie wir zu diesem Material gekommen sind. Wo das Leak war, das Südtirol ist ein kleines Land und die Menschen reden sehr gerne. Vielleicht noch ganz kurz zur Person des SVP-Parteiobmannes. Es wurde gefragt, woher er gewusst hat. Es war natürlich bekannt, irgendwann ist es bekannt geworden, dass wir an einem Buch arbeiten. Und der SVP-Obmann ist an uns herangetreten und hat uns in einem Hintergrundgespräch, wie auch ihr sie immer wieder mit Politikern führt, haben wir ihm bestätigt, dass wir an einem Buch arbeiten. Das war im Juni vergangenen Jahres. Das heißt, der gute Parteiobmann, der jetzt alles unternimmt, aber wirklich alles unternimmt, und die Sachen werden irgendwann ans Tageslicht kommen, um unser Buch zu verhindern, auf eine teilweise auch sehr fragwürdige Art und Weise. Wie gesagt, diese Sachen werden auch noch ans Tageslicht kommen. Wir haben ihm im Vertrauen erklärt, ja, das stimmt, es kommt dieses Buch. Das heißt, Philipp Achammer hatte fast ein Dreivierteljahr lang Zeit, intern in seiner Bude aufzuräumen. Er hat es nicht getan. Was er aber getan hat, er hat sich gegen die, die ihm im Vertrauen bestätigt haben, dass wir an diesem Buch arbeiten, er ist zu den Protagonisten dieses Buches, man kann sie bezeichnen, wie man will, manche sprechen von Tätern, manche von den Dintigen, ist egal. Er ist zu diesen Leuten gelaufen und hat sie vorgewarnt und hat sich dafür hergegeben als Kronzeuge gegen uns in einem Verfahren vor dem Garanten für die Privacy aufzutreten. Ich denke jetzt, er hat sich nicht unbedingt hergegeben. Na, eben, ich würde jetzt sagen, er ist benannt worden, das muss man korrekt sagen. Okay, okay. Man hat ihn benannt, wir wissen nicht, ob er... Er wird nur als Zeuge benannt. Genau. Vielleicht ganz kurz den rechtlichen Aspekt. Ich denke, die Frage wird sicher kommen, was riskieren wir oder sind wir, die Frage vielleicht an Burkhardt zu ziehen, durften wir diese Akten veröffentlichen? Das ist ja eine Sache, die ich eigentlich gerne allen Journalisten wieder sage. Ich meine, für mich sind da Parallelen zu, wenn wir, ihr erinnert St. Halle an den Watergate-Skandal und wozu der in die USA geführt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier ähnliche Ergebnisse geben wird. Nun, was haben wir hier? Wir haben hier die Veröffentlichung von Abhörprotokollen, von Telefongesprächen zwischen Politikern und Nicht-Politikern in Südtirol. Ich habe das Buch natürlich schon vor längerer Zeit, schon ein paar Wochen gelesen, um es so zu gestalten, dass es unserer Ansicht nach sicher ist für die Autoren. Sagen wir mal so, was ist sicher? Was darf man? Wenn wir die Dolomiten lesen, wo steht Vorerhebung gegen Zeller und Medien, dann kann ich ja nur ehrlich gesagt nur staunen, dass man eigentlich solche unqualifizierte Äußerungen macht, aber wir wissen ja, warum sie gemacht werden. Wenn wir jetzt die Sache mal ganz kurz, und das ist eigentlich für alle Journalisten, die hier sind ja nur Journalisten, ich habe jetzt lang keinen Vortrag gemacht mehr, bei den Journalisten, Entschuldigung, ich habe lang keinen Vortrag gemacht mehr, aber jetzt grundsätzlich, was darf man veröffentlichen? Es gibt einen Garanten für den Datenschutz, für den Datenschutz der persönlichen Daten, Garante per la protezione dei dati personali. Ve lo potrei dire anche in italiano, se volete, che forse quello sarebbe meglio in questo caso, anche perché devo citare il codice deontologico dei giornalisti, che tutti voi conoscete, spero, e che dovete conoscere. E poi mi limito però solamente a citare alcuni passi di decisioni del garante in casi analoghi. Che cosa dice il garante? Che cosa si può fare? Cosa potete fare? Innanzitutto qui si è detto che è vietato dal codice penale o di procedura penale la pubblicazione
non è vero per nulla. Nel momento in cui questi dati, queste conversazioni telefoniche, queste registrazioni sono state pubblicate, non c'era più il segreto istruttorio. La pubblicazione era lecita e lo dice espressamente il codice. Questa è la premessa, non vado nei dettagli. Due, che cosa si può pubblicare? E questo vale in generale per tutti voi. Voi potete pubblicare fatti di interesse pubblico in forma continente e veri. Ora, e questo vale anche, in questo caso qui, vale anche per la pubblicazione di intercettazioni telefoniche. Ora, di queste 5.000 pagine, di 500 ore di registrazioni, che cosa viene pubblicato? Io credo di aver fatto eliminare tutto quello che anche lontanamente poteva sembrare critico. Non mi piace essere censore, ma in una situazione del genere ogni tanto bisogna non fare il censore ma il consulente, che, per evitare conseguenze. Se avessero pubblicato le cose private che ci sono, sarebbe stata assolutamente vietato, ci sono cose incredibili, però lasciamo da parte tutto questo. Qui è stato pubblicato unicamente fatti, sono stati pubblicati unicamente fatti di interesse pubblico, perché sono intrinsecamente di aspetto politico e quindi per definizione di interesse pubblico. E questo è il criterio unico che in questo caso deve valere. Non si è violato nessuna privacy di nessuna persona, perché non si è pubblicato fatti non attinenti ad un interesse pubblico. E voi lo vedrete quando leggete il libro. Qui si tratta... E questo, poi io una cosa vorrei anche aggiungere per chi lo legge, perché io sono rimasto francamente sbalordito dal fatto che poi, forse un po' viene sottaciuto, ma qui c'è descritta la storia, e questo è molto interessante, devo dire, la storia del trasporto pubblico nell'Alto Adige, ma la storia degli ultimi, mio figlio, 50 anni appunto. E vi dico, leggetevi bene che cosa è successo nel Alto Adige in questo ambiente, è una cosa incredibile. Questa parte non è il discorso che deve fare l'avvocato, ma solo questo dire. Quindi noi siamo assai sicuri che il garante della privacy, chiamiamolo così, non potrà neanche in questo caso dire che la pubblicazione era illecita, perché non è altro che la pubblicazione di fatti di interesse pubblico per intrinsecamente politici. Io una cosa però la devo aggiungere. Scrive Dolomiten, parla di, also das sage ich jetzt wieder in Deutsch, jetzt haben wir wieder bei den Deutschen, die Dolomit spricht von Vorerhebungen. Sie wissen alle, was Vorerhebungen sind. Das macht der Staatsanwalt, nicht? Und nicht der Garant der Privacy. Es gibt keine Vorerhebungen. Es gibt eine Eingabe vom Herrn Louis Durnwalder gegen verschiedene Medien und verschiedene Autoren. Und es gibt eine Mitteilung des Garanten an diese Personen, dass sie dazu Stellung nehmen sollen. Und sonst gibt es gar nichts. Das ist alles. Die haben jetzt 20 Tage Zeit, Stellung zu nehmen. Danach darf der Herr Durnwalder wieder in den nächsten 10 Tagen zur Stellungnahme seine Stellungnahme machen. Sonst ist nichts. Und was, wenn die da schreiben, ja, irgendwo steht auch, dass sie das, und damit habe ich dann ja schon fertig, irgendwo schreiben die, das ist ein ganz, ich finde es ja fast lustig, aber das muss ich Ihnen auch noch sagen, weil da wird mit Sachen herumgetan, wo mir scheint, keiner versteht irgendwas. Die zitieren den Artikel 168, da steht ja drin, in der Mitteilung des Garanten steht, dass die Erklärungen, die man an den Garanten macht, dass die wahr sein müssen, weil sonst, da steht eine Strafe drauf. Da geht es um den Artikel 168 des Codice della Privacy, nennen wir ihn so, wo steht, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al garante dichiara
o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Non è neanche uno scherzo questo qua. Cioè, però scrive il Dolomiten che loro devono stare attenti perché il garante li minaccia che se fanno dichiarazioni false rischiano galera sostanzialmente. Però loro sembra che non abbiano capito che questo vale per tutti, questo vale anche per il signor Durnwald quando ha fatto il suo reclamo. E se in quel reclamo c'è qualcosa di falso, io non dico che c'è, ma se c'è qualcosa di falso, e forse loro diranno che c'è qualcosa di falso, o forse l'avvocato Zello dirà che c'è qualcosa di falso, rischia lui. Noi ci asterremo sicuramente da dichiarare qualcosa di falso, perché quel che abbiamo da dichiarare a noi è tutto vero e provato. Also, was Rechtsanwalt Burkhard zu Zinkel gesagt hat, haben wir auch aus der Presse erfahren und es steht auch in der Eingabe, einer der Vorwürfe, die drinnen sind, es wären Abhörungen manipuliert, geschnitten und verfälscht worden. Das ist ein strafrechtlicher Vorwurf, den jene zu belegen haben werden müssen, die ihn erhoben haben. Hier wird uns eine Straftat unterstellt, die wir angeblich begangen haben, und diese werden beweisen müssen, dass wir sie begangen haben. Und wir werden uns zu wehren wissen. Posso? Ciao. Avete detto che avete ascoltato 500 ore di intercettazioni. Quante persone sono state intercettate su richiesta della Procura della Repubblica e nulla osta del giudice? E partendo da quale ipotesi si è deciso di controllare queste persone? Allora, mi sembra che sono stati intercettati 12 telefoni e, di 15 persone o anche di più. E praticamente era la trovativa d'asta per il trasporto pubblico in Alto Adige. E per quanto tempo sono state intercettate? Da settembre ad aprile. Da settembre 2018 ad aprile 2019. 7 mesi? Sì. Praticamente proprio in quella fase dove c'erano le elezioni provinciali, per questo c'è un grande bagaglio politico anche dentro in queste intercettazioni. Ovvio che abbiamo avuto dei collaboratori che ci hanno lavorato per noi, che hanno soprattutto sbobinato, come si dice, queste intercettazioni, perché è ovvio che anche la procura non riesce a sentire 500 ore di intercettazioni. Sono tantissime cose che non sono diciamo, che nei atti ufficiali sono, come si dice, accorciate a una frase, perché non hanno rilevanza penale, perché sono cose politiche. Noi non siamo né avvocati né pubblici ministeri, ma giornalisti. A noi ci interessa la rilevanza politica. Però, sinceramente, pensiamo che ci sono dentro anche le cose di rilevanza penale che non sono state toccate. Weitere Frage? Gibt es andere noch? Bitte? Wie ich es verstanden habe, konzentriert es einfach auf eben diese Clique von Politikern und Unternehmern, die aktiv in deren Landespartnern arbeiten. Im Zuge von dem ganzen Staatskanal, und die Ausschreibung von den Buslinien, wir rekonstruieren in diesem Buch die gesamte Saatgeschichte, sowohl den historischen Teil als auch die Justizgeschichte.
Wie du oder wie Sie wissen, ist die Position des Landeshauptmannes bereits archiviert worden. Ich glaube, auch durch dieses Buch gibt es sicher viele, viele neue Aspekte. Für uns, Christoph hat es bereits vorher erwähnt, diese Abhörprotokolle, die haben ja zweierlei Relevanz. Einmal die strafrechtliche, die wurde von den zuständigen Behörden beleuchtet. Wir haben uns mit den, unter Anführungszeichen, mit den Beifunden, mit den politischen Beifunden hauptsächlich befasst. Und auf der Grundlage dieser politisch und vielfach auch strafrechtlich nicht relevanten Umstände haben wir dann ein Gesamtbild erstellt. Es entsteht, glaube ich, ich möchte jetzt nicht zu viel hineininterpretieren, weil die Leute müssen das Buch selbst lesen. Für mich persönlich entsteht das Sittenbild einer Partei, einer SVP, wo das S für Schlangengrube steht. Das heißt, eine Partei, ja, würde ich schon sagen, unabhängig davon. Und wir haben auch kein Buch für Kompatsch oder gegen Achhammer geschrieben. Wir haben ein Buch über die Volkspartei geschrieben. Und die Volkspartei, die tritt nach außen hin als Sammelpartei auf und ist das Gegenteil. Ich habe es gesagt, das S steht für Schlangengrube. Und ich denke, Gudrun Ester, glaube ich, hat vorhin gefragt, wie werden diese mächtigen Männer in Zukunft miteinander umgehen. Ich denke, ich kann nur von mir persönlich ausschließen, wenn ein Freund oder ein Bekannter oder ein Kollege über mich die Sachen sagt, die zum Beispiel ein Thomas Wiedmann über Arno Kompatscher sagt oder die ein Christoph Beratoner über Achhammer sagt oder die ein Ingemar Gatterer über weiß Gott, welcher Politiker sagt, ich kann mit diesem Menschen, ich könnte mit diesem Menschen nicht mehr, aber das ist nicht unsere Entscheidung, wie die miteinander auskommen. Es wird sicher den Versuch geben, es hat ja schon den Versuch gegeben vom Parteiobmann im Interview mit seiner Lieblingszeitung, wo er erklärt hat, dass das alles nur blödes Gerede ist, das wir heute bringen. Ich glaube, wenn sich Philipp Achhammer, die Bänder, die er sich bislang scheinbar so erklärt, er geweigert hat anzuhören, wenn er diese Bänder anhört, dann wird er die nächste Nacht nicht gut schlafen. Vielleicht noch zu sagen, wie aktuell die ganze Sache ist. Es sind in den letzten Tagen große Aufregungen über die angeblichen Spenderliste der SVP ausgebrochen. In diesem Buch finden Sie ein Kapitel darüber, denn am Tag vor den Landtagswahlen war das Thema, den Wochen danach war das Thema von Ingemar Gatterer, der unbedingt zu dieser Liste ran wollte, der unbedingt diese Liste veröffentlichen wollte, der unbedingt sozusagen aufdecken wollte, dass gewisse Leute sozusagen den Wahlkampf mit Geld beeinflusst hätten. Und es mutet merkwürdig an, dass zwei Tage vor Erscheinen dieses Buches plötzlich diese Liste ausgewählten Medien zugespielt worden ist. Gibt es noch Fragen? Oder sonst können wir diese Pressekonferenz beenden, oder? Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir werden sehen, wie es weitergeht. Gute Lektüre. Gute Lektüre. Dankeschön.